Hallo und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Wir sind heute auf der Galopprennbahn Hamburg Horn. Vor uns stehen 700 Kilometer Rally Fun. 70 Teilnehmer sind da, wir sind hier mit Skoda oder auch Skoda. Wir haben die Teilnehmernummer 22, die Gewinnernummer. Und die Rally heißt offiziell Hamburg Berlin Classic. Und unser Ziel ist heute nicht zu streiten. Nicht zu streiten. Mein Ziel ist zu gewinnen, was uns hier mit dem 110R von Skoda erwartet, wie geil das wird, ob wir uns streiten oder nicht, werdet ihr genau jetzt erfahren. Es war jetzt 2 Jahre Hamburg-Berlin-Classic-Pause. Die Teilnehmer kommen langsam hier an und ich mache schon den ersten Fauxpas. Ich hoffe, es gibt keine Strafpunkte. Nämlich, ich gehe über die Rennbahn hier und jetzt schauen wir uns mal an, was wir dabei haben, oder? Jan und ich streiten ja schon seit Wochen, wer ist Fahrer, wer darf das Brain sein oder muss das Brain sein und das Roadbook benutzen. Was ich jetzt auf jeden Fall mache, ist mich jetzt hier mal auf die Fahrerseite setzen und meine Weste hier anziehen, damit ich auch sehr professionell aussehe. Und ich zeige euch jetzt mal das Roadbook und erzähle euch vor allem, was jetzt hier alles passieren wird. Wir sind ja Donnerstag, Freitag und Samstag unterwegs, haben dann pro Tag erstmal hier so eine Bordkarte, in der wir dann eintragen, wann haben wir gestartet, wann haben wir geendet. Heute fahren wir nur 3 Stunden 30. Morgen werden es ungefähr 7-8 Stunden sein. Und das ist jetzt meine oder Jans Bibel für die nächsten Tage. Und schaut euch das mal an. Wir haben jetzt hier erstmal die genaue Wegbeschreibung, genaue Zeichenbeschreibung. Und ich möchte euch nur eine Seite zeigen, wie das jetzt so ablaufen wird. Hier haben wir den Start. Hier haben wir immer so Bildchen, die mir erklären, wo ich hinfahren muss. Hier gibt es dann noch mal ein paar Hinweise. Hier die Kilometeranzahl und hier dann eben auch noch mal die Strecke, die wir pro Punkt fahren. Und ich habe ein bisschen Schiss, weil schaut euch das mal an. Das ist ein Tag. Wird tough. Das wird auf jeden Fall tough. Ich bin gespannt, wer es machen wird. Ich glaube, ich bin ja die bessere Fahrerin, aber am Schluss wird sich Jan wahrscheinlich durchsetzen. Ja, schauen wir uns mal das Auto an, was unser Begleiter sein wird für die nächsten 3-4 Tage. Hier steht da der Skoda 110R. Und für all diejenigen, die sich noch nicht mit dem Auto beschäftigt haben, das wurde ja von 1970 bis 1980 gebaut und wurde auch der Porsche des Ostens genannt. Warum? Naja, wir haben den Motor hinten, wir haben den Antrieb hinten, ein Coupé, eins der wenigen der Geschichte von Skoda. Und naja, der Hauptwettbewerber aus meiner Sicht von dem Auto war der 911er natürlich. Interessanterweise wurden 57.000 Stück davon verkauft und ja, nur 400 gingen leider in die DDR. Und in der DDR war man mit dem Auto natürlich aus meiner Sicht, war vor meiner Zeit, der König. Und jetzt schauen wir uns mal an die Ausmaße. Der hat einen Wendekreis von 11 Meter, 4,16 ist er lang, er ist 1,62 breit, 1,34 hoch, hat 18 cm Bodenfreiheit. Ich bin gespannt, ob Jesse den gut fahren kann. Eigentlich sind die Ausmaße relativ übersichtlich. Er hat ein Vierganggetriebe hier drin. Und ja, vom 110 gab es diese Farbe hier vom R. Und wenn ihr euch einmal auf die andere Seite dreht, dann seht ihr den RS, also die Rallye-Version, da hinter uns mit goldenen Felgen in einer klassischen Skoda-Lackierung. Und schaut mal, ihr seht auch, der hat Baujahr 78. Das bedeutet Facelift, heißt, ihr habt vorne schon die Doppelscheinwerfer hier drin. Von vorne aus meiner Sicht ein richtig schönes Design. Ihr bleibt am besten mal vorne stehen und ich klapp euch
nicht die Motorhaube auf, sondern eben den Kofferraum. Knapp über 100 Liter haben wir vorne Volumen, 250 Liter haben wir noch mal hinten. Das ist ein bisschen tricky hier, der ist auch schön schon mit der HBK-Sache hier lackiert. Schaut mal hier rein, da bekommt er ein bisschen was unter. Im Vergleich zu so einem Mazda MX-5 oder so ist das natürlich ein ganz solider Kofferraum. Ich mache hier jetzt wieder zu. Und wenn wir jetzt an die Seite gehen, dann sehen wir 252 mm Durchmesserbremse vorne, wir haben 230 hinten. 14 Zoll Felgen sind hier drauf, 2,40 Meter ist der Radstand. Und jetzt schaut euch mal hier die Linie an vom Auto. Die finde ich immer noch richtig knackig, richtig gut. Und wenn wir vielleicht mal schnell reinschauen, dann sehen wir rahmenlose Scheiben. Ja, manche Hersteller lassen sich inzwischen dafür richtig feiern. Und guckt mal, da hinten haben wir mega viel Platz. Ich habe echt eine Weile gebraucht bei dem Auto, bis ich die Motorhaubenverriegelung gefunden habe. Das ist hier. Wir haben natürlich hier ein Top-Auto von Skoda bekommen. Das ist in einem richtig guten Zustand. Und ich mache euch hier mal auf, damit ihr seht, ja, was wir für einen Motor da drin haben. Das ist ein 1,1 Liter Vierzylinder-Motor. Interessanterweise wiegt dieses Auto ja nur 880 Kilo ohne Fahrer. Hier hinten haben wir einen Motor, ja, der hat 52 PS, 86 Newtonmeter. Und die Beschleunigungszeiten von einem Vierzylinder können natürlich nicht mit modernen Autos mithalten, denn der braucht 18,5 Sekunden, knapp 19 Sekunden auf 100. Der hier, ja, der fühlt sich richtig potent an, wird 145 km/h schnell und hat einen Normverbrauch von nur 8,5 Liter. Manche werden sagen, der hat sich gar nicht so viel getan, aber natürlich, die PS-Zahl ist nicht riesig. Ich kann euch eins sagen, ich habe massiv viel Bock auf dieses Auto. Ich weiß nicht, wie es Jesse geht. Was wir jetzt machen, ist losfahren. Komm. Und Jan, wie läuft's? Ey, mega. Jesse hat die Navigation im Griff. Wir haben uns erst dreimal verfahren. Wir haben uns noch gar nicht verfahren. Und eigentlich, ich habe mich einmal verschalten und eigentlich haben wir uns noch nicht gestritten, oder? Nee, es läuft voll gut, aber auch nur, weil ich bis jetzt keinen Fehler gemacht habe. So Jan, jetzt an der Ampel noch geradeaus und ich nulle auch immer hier schön. Ich habe nämlich so einen kleinen Zähler, ich zeige euch das mal. Sobald wir nämlich an der Ampel sind, nulle ich und ich habe hier ja die Beschreibung. Und ja, ich finde, es läuft ziemlich gut. Die einzige Null, die hier im Auto sitzt, das bin ich. Was ich immer aber mache, ist, ich schaue einfach vor mich und solange da ein anderes altes Auto ist, ja, kann es so schlecht nicht sein. Ich finde, wir sind vielleicht nicht das beste Team, aber das Schönste. Und das Beste. Aber das Schönste. Und das Beste. Ja. Ja, mir macht das richtig Spaß. Mir macht das richtig, richtig arg Spaß. Da kommt mein Streberlevel voll auf seine Kosten. Und dir, Jan? Ja, ich fahre gern Auto. Ne? Ganz unstreber fahre ich gern Auto. Das ist schon geil. Ich sehe gern Autos. Ich rieche gerne Autos. Und ich glaube, irgendwann riecht man auch mich. Ja. Weil keine Servo hier drin. Und man muss richtig kurbeln und arbeiten. Das ist ja was relativ häufig. Hast du mich gerade abgewürgt? Nee, ich habe dir zugehört. Ich hoffe, der Ton hat es mitgemacht. Ach so, ja. Es macht auf jeden Fall mega viel Spaß. Und nicht nur uns, sondern auch den Leuten drumherum. Heute ist gutes Wetter. Ich hoffe, morgen bleibt so. Und hey, Rallye fahren kann auch romantisch sein, denn wir fahren jetzt auf einer Fähre in Sonnenuntergang. Schön, oder? Mega schön. Schaut euch das mal an. Voll romantisch. Making love on a boat. I'm on a boat. Sobald kein Auto mehr vor uns war, haben wir uns direkt immer verfahren. Stimmt nicht. Es stimmt nicht. Aber nein. Es hat richtig Spaß gemacht. Ja, doch, es stimmt. Nee, es hat auch Spaß gemacht auf jeden Fall. Und es gibt einen Foodtruck jetzt. Ich habe Hunger. Ja, Mann, und da ist das Ziel. So,
wir haben es geschafft und schaut mal, wir sind relativ vorne mit dabei und wir waren tatsächlich jetzt auch das erste Auto von Skoda. So sieht Jan aus, er ist happy, aber auch ein bisschen kaputt. Hey Jan, ich glaube, wir sind der erste Skoda, der angekommen ist. Ich will ja niemanden mehr. Freust du dich auf morgen? Voll, ja, morgen wird aber auch anstrengend, wird lang und es soll regnen. Tag 2, Jan und ich sind motiviert und heute geht's los mit diesen sogenannten Wertungsprüfungen. Für mich ist es Neuland, für Jan? Für mich, ich bin ein alter Hase im Rallye-Business. Man nennt mich auch den Jan Kahle und ja, wir gewinnen heute das Ding, oder? Ich bin müde. Warum, hier machen die Leute doch aus Hobby mit, aus Spaß. Warum beginnt man das morgens früh um 8? Ich sehe nicht. Ich glaube, Jan ist immer müde, auch wenn es morgens um 12 losgehen würde. Aber du fährst dich wach. Es wird. Hallo, Liebems, Fähre Nummer 449. Gut, oder? Ich mag die Fähren. Das mag so, auch Fähren. Das ist eine schöne Entspannungsfahrt hier. Ja. Meinst du, wir gewinnen? Ich glaube Top 3. Etwa. Also, wir nehmen euch jetzt live mit auf eine Wertungsprüfung, die wir natürlich wieder gewinnen werden, wie jede Wertungsprüfung bisher. Ja, ich erkläre kurz, was wir machen müssen, weil ich bin ja hier der Chef. 3 Minuten 20 für 2 Kilometer, wir müssen nur einmal abbiegen, das kriegen wir hin. In 3, 2, 1, los. Ich starte ja die Stoppuhr, Jan weiß auch schon Bescheid, ich habe hier vorne auch genullt. Jetzt gerade. Und in 280 Metern, Jan, müssen wir vorne rechts. Ich weiß nicht, ob es ein gutes Zeichen ist, wenn wir bei den Wertungsprüfungen schon Probleme damit haben, den Weg zu finden. Jedenfalls, was ist die Aufgabe genau? Die Aufgabe ist, 2 Kilometer in 3 Minuten 20 zu fahren. Spürt ihr die Anspannung in der Luft? Jetzt hier rechts. Sicher? Ja. So, und jetzt 1,7 Kilometer geradeaus. Zeitstand ist gerade 30 Sekunden. Jesse, das ist ein Bauernhof-Einfahrt. Ich denke, jetzt hat mich verarschen zu können. Spürt ihr diese Anspannung, diesen sportlichen Ehrgeiz in der Luft? Achtung, Bodenwelle! Diese Nervosität? Upp. Ja, guck mal, jetzt. Achtung, wir haben 50 Sekunden. 50 Sekunden? Ja, schon geschafft, wir brauchen 3,20. Okay, und ab 10 Sekunden zählt man dann runter. Ja. Und Jesse macht dann immer wie so ein Metronom. Den Tipp haben wir von unserem guten Kollegen Bernd bekommen. Hallo Bernd, danke für den Bernd. Tipp. Du wirst dieses ich bin Video sicher, Bernd gucken. Schaut alle unsere Videos. Ganz sicher. Ganz sicher. Machen wir hier den Fokus dran. Aber das ist ein Test, Bernd. Also, ja. Wenn du die Videos schaust. Also jetzt machen wir langsam, weil ja. Wir müssten jetzt. Alter, du hast nur einen Kilometer, doch nicht. Ach, Jan sagt jetzt, ich bin chaotisch, aber bestimmt gar nicht. Also wir haben jetzt noch für einen Kilometer 2 Minuten. Wie schnell müssen wir dann fahren, Jan? 30 km/h. Wir sind die schlechtesten Rallye-Fahrer und Beifahrer der Welt, wirklich. Also ja. Wenn ihr mal irgendwo wirklich ankommen wollt oder so eine Rallye gewinnen, fahrt nicht mit uns. Fahrt uns auch nicht hinterher. Aber es macht auf jeden Fall viel fahrt Spaß. Fahrt nicht mal mit uns in der Gruppe. Es macht safe Spaß, es oder? Macht Spaß. Ja. Und dabei sein alles. Dabei ist alles. Dabei ist alles. Okay, jetzt sind wir gleich bei 2 Minuten. Wir ziehen es durch in diesem Video. Ihr könnt euch langweilen. Ja, oder nicht. Wir ziehen es durch. Ich glaube, wenn du so wackelst am Handy, wird es schlimmer. Ja, okay, scheiße. Ja. Jesse, aber jetzt auch nicht den Fokus verlieren, nee. Ne? Also wir haben jetzt noch 500 Meter und 1,5 Minuten. 1 Minute 10 jetzt noch. Ja, spürt ihr die Anspannung? Soll ich mal Fahrradfahrer überholen? Ja, überholen wir Fahrradfahrer. Entschuldigung, wir haben gerade eine Wertungsprüfung. Das ist eine Prüfung. Das ist eine Wertungsprüfung. Das ist ein Wettkampf. So, jetzt noch 1 Minute genau und wir haben jetzt noch 300 Meter. Okay. Und was heißt das für mich? Auf jeden Fall nicht so viel Gas geben. Okay. Aber okay, also wenn wir. Normalerweise war die Ansage, Jesse muss die Kilometerzahl, also die km/h-Anzahl umrechnen für mich, wie schnell ich fahren soll. Das checken wir aber nicht so richtig, weil wir sind dumme Influencer.
So, jetzt warte mal, jetzt kommt bestimmt gleich hier das Ziel. Könnte aber sich auch eine versteckte Wertungsprüfung. Da vorne ist es jetzt. Wir haben jetzt noch 30 Sekunden, okay? Es könnte langsam sich auch eine versteckte jetzt Wertungsprüfung. Nein. In der Prüfung. Jetzt mach langsam. Okay. Wir brauchen jetzt 30 Sekunden hier für 50 Meter. Wir dürfen nicht anhalten. 20 Sekunden sind es, genau. So, 4, 5. Gleich zähle ich runter. Bei 10 zähle ich runter. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Da, 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 da. Jessie, wir sind die ersten Zieleinfahrt. Echt? Teil 2. Ja, ich glaube schon. Yay. Also, eigentlich geht es ja nicht um Zeit, sondern um Präzision. Aber ich sag mal so, das ist ein Sieg. Das war richtig gut heute. Hier geben wir jetzt unser Zettelchen ab. Hallo, gerne. Hat alles gepasst, ja? Perfekt, danke euch. Danke. Und wie war es für dich heute, Jan? Es war aufregend, schweißtreibend, nervenraubend. Spiel, Spaß, Spannung. Kein Streit? Kein Streit. Aber das wird sich ändern, weil morgen fahre ich. Morgen, ich habe das Outfit gewechselt. Unsere Vorausfahrer, die uns den Weg weisen, haben das Auto gewechselt und haben jetzt ja eins meiner Traumautos, nämlich ein 190er SL. Und ein Vögelchen hat uns gezwitschert, dass wir bei einer Wertungsprüfung gestern den 9. Rang belegt haben. Und der 9. Platz ist für uns, dem Dabeisein ist alles Teams. Eigentlich ein Gewinn, oder? Ja, ich bin zufrieden. Eigentlich können wir jetzt auch ja, sterben. Nein. Aber entspannt jetzt die Rallye fertig fahren, weil 9. Platz. Es ging um 0,25 Sekunden. Unterschied zum 1. Platz. Ja. Ja, aber wichtig ist heute, heute fährt Jessie gleich los. Professionelle Bekleidung hier von mir für euch. Genießerschiff. Genüsserschiff? Genießerschiff. Jessie, wie war es heute für dich bisher? Also, ich habe ja bis jetzt navigiert und ich habe das auch sehr gut gemacht. Jan hat mir noch nicht so vertraut, deswegen hat er sich immer an jemanden geklemmt. So, jetzt schauen wir uns aber mal an, wie es ist, wenn ich fahre und er einfach allein navigieren muss, weil ich klemme mich ja niemanden und da wird spannend. Jessie, es geht los. Ja. Hier von der Wiese weg. Gar kein Problem. Jungfernfahrt für dich mit dem 110R. Hast du Bock? Ich hab Bock und Jan hat mich gerade schon gefragt, willst du sicher hier losfahren? Jetzt gibt es auch noch hier lecker danke kalten dir Kaffee. Dankeschön. Jan hat mich gerade noch gefragt, Werbung, Hashtag Werbung. Willst du wirklich hier losfahren, weil es ist ziemlich prominent? Und ich habe gesagt, fuck it, ich mach's und ihr seid live mit dabei. Ihr dürft zuschauen, wie ich mich jetzt hier blamiere. Weil es ist der erste historische Skoda, den ich fahre. Bist du schon viele Oldtimer gefahren in deinem Nö. Live? Nö. Ja, ich schneide mich mal nach an, oder? Ja, mach mal. Ja. Ich glaube, du kannst jetzt auch. Willst du weiterfilmen oder was? Ja. Okay. Ich rieche Angstschweiß. Bei mir? Ja. Kann nicht sein. So. So, erster Gang. Erster Gang rein. So. Kupplung kommen lassen. Geht doch. Easy. Schön. Und wie fühlt es sich an, Jessie? Schlecht, die Leute stehen ja, hier im schlecht, Weg. Ja, schlecht, ja. Danke. Jetzt besser. Ja. Sag mal, es gibt später eine Ehekrise. Ja, nee, Achtung auf eure Füße. Achtung. Wir sind ja gar nicht verheiratet, Jessie. Oh, noch nicht. Na, aber nach dem Trip hier, oh, die Bremse. Nach dem Trip hier sind wir es. Bist du nervös? Abartig. Und hier stehen halt... Abartig. Eine Million Leute drumherum und ich fahre hier jetzt gerade das erste Mal mit dem Auto los. Ist super. Aber juckt mich nicht. Der hat vier Gänge, Innenraum ist mega schön und ich fühle mich hier wohl. Sitz ist auch bequem. Ja, ich bin ist die Location hier so mir? Geil.
Mega, oder? Da hinten ist das Meer, jetzt sieht man es auch. Ja, ich finde auch gut, wenn man hier hinten in den Spiegel gucken kann, weil der so wackelt durch den Motor, dass der so, ich sehe gar nichts nach hinten. Aber ist auch egal, hier nochmal sicherheitshalber erster Gang rein. Mhm. Oh, oh, los geht's. Einfach Kupplung kommen lassen, Gas, bisschen Gas, mehr Gas. Ja, ja, cool. So, oh, läuft doch. Da vorne habt ihr die Rallye-Version und ihr seht schon, die halten die Tür ständig auf und zu, weil das Auto innen wohl so heiß ist. Der hat noch ein bisschen mehr Bums als wir. Wir haben ja nur 52 PS, ne? Warum heißt dieses Auto der Porsche des Ostens, Jessica? Weil er genauso stark war wie ein Porsche, weil er Coupé links bums und hot ist. Antrieb hinten, Motor hinten, genau wie der Elfer. Und dafür bezahlbar. 400 Stück wurden ja nur im Osten ausgeliefert. Ja, aber jetzt quatschen wir nicht mehr so viel über das Auto, weil jetzt geht es ja hier um unser Battle. Und ich habe die ganze Zeit mega gut navigiert. Jetzt darf Jan mal das Roadbook in die Hand nehmen. Und ich fahre die Wertungsprüfung. Ich fahre jetzt hier und mal gucken, ob er das wirklich so gut drauf hat, wie er die ganze Zeit gemacht hat. Weil ich glaube, er hat noch nie so ein Roadbook gelesen. Jessie, welche Seite? Ja. Nach der Mittagspause. Ich habe sie schon aufgeschlagen. Okay. Also wir halten euch auf dem Laufenden. Und das immer. Jessie hat sich schon ein bisschen eingegroovt. Wie fährt sich's? Gut. Anders. Krass. Ja? Ja. 54% der Gewichtsverteilung hinten. Dreht sich sehr gut ein. Relativ wendig, weil wir vorne mehr Spiel haben in der Lenkung, finde ich. Jessie konzentriert wie Lewis Hamilton in seinen besten Zeiten, oder? Ja. Willst du noch irgendwas sagen? Nee. Okay. Lenkung? Ich will jetzt nicht sagen, dass du das nicht fahren. Bitte, ich musste hinterherkommen. Es ist echt für mich ungewöhnlich. Hinter uns klebt ein Linienbus. Ich fühle mich, als ob ich irgendwie 200 fahren würde, aber ich fahre halt 40. Das ist das Oldtimer-Phänomen. Je älter man wird, desto langsamer wird man, aber je schneller, also desto schneller fühlt sich das an. Ne? Aber Motorsound ist schon geil, so hier im Nacken. Ja, der ist krass, der ist viel, viel lauter als zum Beispiel der S11. Wie läuft Navigation? Navigation läuft mega. Einfach dem Mercedes hinterherfahren und dann immer... ja. Jessie, wie ist die Emotion? Wow. Pure Emotion. Bei mir viel Angst, bei Jessie viel... Es ist wirklich fun, es macht Spaß, es ist irgendwie noch voll echt halt. Ja. Geil. Geil, Mann. Ja, Mann. Sag nochmal Unterschied, Frau zu Männer. Also Jan hat gesagt, ich fahre das Auto besser als er am Anfang. Und ich sage, der Unterschied zwischen Frauen und Männern liegt genau darin, dass Männer groß posaunen, sie könnten das. Und ich habe gesagt, nee, ich kann das nicht. Und jetzt kann ich es doch ganz okay. An Gas und Muscheln. Schon geil. Hat Spaß. Ja, jetzt gibt es das typische Jessie-Phänomen. Am Anfang tief stapeln und jetzt fährt sie eigentlich auch schon ein bisschen besser. Ich musste gerade durch eine Wasserpfütze machen. Ja, und jetzt fährt sie eigentlich schon fast besser als ich. Jetzt müssen wir mal schauen, ob sie diese Wertungsprüfung auch besser macht. Also wirklich, mich kotzt es an, weil Jan kann gar nicht navigieren. Und jetzt weiß ich auch, warum er einmal ausgerastet ist, weil ich irgendwie schlecht navigiert habe. Du bist lost, weil du keine Ahnung hast, wo es lang geht. Da kommt die Wertungsprüfung und ich freue mich drauf. Ich weiß nur nicht, ob Jan die gut ansagen kann oder nicht. Easy. Wo muss man abbiegen? Also während der Wertungsprüfung muss man auch einmal abbiegen. Ich gucke es mir einfach gleich nochmal selbst an. Es gibt so Momente, da bin ich richtig pisst. Zum Beispiel jetzt. Jan hat nämlich die erste Wertungsprüfung dieser Rallye einfach verpennt. Ich habe die verpasst. Verpasst. Aber manchmal, vielleicht haben wir ja Glück und es war zufällig gut. Safe.
weil ich bin bestimmt durchschnittlich 22 km/h gefahren in dem Bereich. Nicht. Ja, dann nehmen wir euch halt mit zu einer anderen Wertungsprüfung. Okay, los geht's. Seht ihr diese Anspannung von Chassis? Ich erkläre vielleicht mal die Aufgabe. Neue Fahrerin. Ja. Neue Fahrerin. Ja. Frauentausch. Ja, bei uns schon, wir machen YouTube-Video. Da ja, es geht ja drum, Jan versus Chassis ist erlaubt heute, kleine Ausnahme. Hier Zeitstoppgerät, Chassis. Ja. Und hier die Aufgabe, wir müssen also den ersten Teil der Strecke in einer Minute fahren und den zweiten in einer Minute fünf. Bist du aufgeregt, Jan? Schon? Du? Nö. Nö. Du sagst nur, wie ich fahren soll. Und in 10 Sekunden geht's los. Und dann drücke ich drauf, wenn wir die Zeitschranke genommen haben. Ja. Das ist auf jeden Fall krass jetzt. Nein. Ihr seid live dabei, die Aufregung ist krass, ne? Go. Ich mach ganz langsam, ja? Und jetzt. Okay. So, jetzt würde ich dir so vorschlagen, als Navigator so 30, so 40 km/h vielleicht zu fahren. Das ist zu schnell, aber okay, ich mach. Guck mal, da vorne ist schon fertig, ne? Wo ist da vorne? Da, wo die alle stehen. Okay. Wir haben ja nur eine Minute. Diese Konzentration in Chassis Augen. Ich lieb's. Ja. Jetzt haben wir noch 30 Sekunden dafür. Siehst du schon was? Ja, da. Okay. So, jetzt haben wir noch 20 Sekunden. Und dann zähle ich hoch. Also rück ein bisschen langsamer. Vielleicht zweiter Gang. Okay, langsamer, langsamer, langsamer. Erster Gang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Los, 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 los! So, und jetzt haben wir nochmal eine Minute. Siehst du, wir waren viel zu schnell. Das wird ein neuer Rekord. So, und jetzt haben wir nochmal. Ich muss jetzt abbiegen, ne? Ja, warte, du musst abbiegen nach Freie Felde. Also links oder rechts? Freie Felde, warte. Die Schilder kann man nicht lesen. Warte, die Schilder kann man nicht lesen, nach rechts. Oder? Schau mal kurz. Ja, ja, nach rechts. Aufregend. Schilder kaputt. Und wie lange habe ich noch? Ich würde, du hast noch 30 Sekunden. Da ist eine geheime Prüfung drin, oh nein! Da ist eine geheime Prüfung drin. Das heißt, 8 Sekunden in 65 Meter, Jan, das muss jetzt mit. Das zähle ich dann mit. Okay. Aber also warte mal. Ich brauche jetzt bis wann? Du hast noch 15 Sekunden. Also weiter, schneller, schneller, schneller. Die muss jetzt 8 Sekunden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, langsamer, 4, langsamer, 3, 2, 1. Gas, 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 Gas. Jetzt wird ein neuer Rekord. Ich glaube, das war ganz gut. Also, bist du zufrieden? Ja, das hat Spaß gemacht. Hast du gut gemacht, Jan. Hast du gut gemacht? Ja, das war aufregend. Wir hatten 3 Wertungen in einer Wertungsprüfung. Und jetzt aber gucken, dass wir wieder hier bei unserem Mercedes-Benz genau herkommen. Und heute Abend zeigen wir euch dann, wer besser war. Chassis oder ich? Ich. Ja, das war's. Wir sind gespannt auf die Platzierung. Chassis, wie war's für dich? Es hat mega Spaß gemacht. Ich habe nicht erwartet, dass es so cool wird. Und vor allem hatte ich ein bisschen Respekt davor, Oldtimer zu fahren. Und es ging echt voll klar. Es war ein richtig echtes Auto. Es hat mega Bock gemacht. Aber ich glaube, ich habe besser navigiert und Jan ist ein kleines Stückchen besser gefahren. 13. Hamburg-Berlin Classic, 700 Kilometer. Das war richtig gut aus meiner Sicht. Eine kleine Sache muss man euch noch erzählen. Als es losging für die Wertungsprüfung, haben wir gedacht, da ist eine Lichtschranke, war gar nicht da. Es ging los, wenn die Zeit runtergezählt hat. Natürlich hätten wir eigentlich gewonnen, aber da war ein kleiner Denkfehler. Jetzt gewinnen wir halt die nächste Rallye. Jetzt schauen wir uns dann gleich mal an, oder heute Abend, wie viel wir geworden sind. Ja. Ja, hat es euch Spaß gemacht oder nicht?
Schreibt es uns in die Kommentare, wie steht ihr auf Roadtrips, wie steht ihr auf Oldtimer, auf Oldtimer Rallies. Abonniert den Kanal genau jetzt und dann...